Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei mehr Open TTD Madness. Ihr wollt es so und ich versuche zu liefern. Wir brauchen einen neuen Zug. Brell 90, unsere Standard-Lok. Dann Zinkerz. Ich denke, man nehme immer wieder den MEA. Weil ich hätte so gern Waggons, die ein bisschen schneller fahren können. Aber das ist mit dem Zugset jetzt nicht möglich. Oh, vielleicht hätten wir zuerst mal einen Bahnhof bauen sollen, nicht wahr? Okay, mal kurz überlegen, wie läuft die Strecke? Also, die Jungs gehen hier durch. Da unten. Kommen hier wieder rein. Was ist das? Die Strecke wird, glaube ich, sogar verwendet. Kommen hier dann wieder rein. Fahren hier durch. Durch den Tunnel. Biegen hier ab. Das ist eigentlich auch ein bisschen Quatsch mit den Signalen. Das ist eher kontraproduktiv. Biegen hier ab. Würden dann hier reingehen. Und hier... was soll es das eigentlich alles? Zementfabrik? Macht Building Materials. Macht Vehicles. Das ist alles Zeug, das wir nicht brauchen momentan. Ich meine, man könnte auch hier durchgehen. Aber dann geht das alles hier außen rum. Das ist ein bisschen weit. Von dem her würde ich das schon ganz gerne irgendwie anders machen. Ist jetzt die Frage, hier eine Brücke rüberzuziehen, wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Alternativen. Hier eine Abzweigung und unter Tunnel. Vielleicht. Wo kommen wir raus? Ist auch nicht so ideal. Das ist auch nicht so ideal. Wir könnten oben durchgehen. Wir könnten vielleicht hier rumgehen. Da ist aber das Ding im Wege. Was mir jetzt nicht so passt. Man könnte hier rein und dann da weiter. Aber ich glaube, das ist noch... Lass mich mal überlegen. Ja, theoretisch könnten wir das eigentlich machen. Dass wir diese Gleise hier... es ist ein bisschen knapp. Weiterziehen. Aber es fühlt sich irgendwie nach einer schlechten Idee an. Ich weiß nicht. Ja, der Zug ist da schon ein bisschen lange da drin. Wir hätten vielleicht zuerst das Ding hier zu Ende machen sollen. Dang it. Also ich denke mal, wir können ja mal den Bahnhof bauen. Ich denke mal, wir wollen den Bahnhof irgend so eine Schwerlaststation. Getreidesilo. Bergwerks. Minen. Ach, wir hätten hier unten eine Bergwerksgebäude bauen sollen. Was mache ich denn? Das ist sonst total falsch. Güterbahnhof C, Stahlwerk, Schwerlaststation. Ich glaube, sowas machen wir. Und zwar viergleisig. Und dann würde ich ganz gerne ungefähr... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ungefähr hier. Und komm da... Bringen die LKWs dann hier das Zink wieder raus.
Das Scrap Metal bringt nicht so viel. Apropos Scrap Metal, wie schaut's eigentlich aus? Gut. Und hier? Oh, auch okay. In Ordnung. Also, ich denke, das hier wäre das Logischste. Gibt halt wieder dann zusätzlichen Verkehr auf der Achse. Wir könnten vielleicht auch... Das hier wäre eine ziemlich üble Kreuzung, die ich eigentlich vermeiden möchte. Die kommen von der anderen Seite. Ja, es fehlt so ein bisschen an Alternativen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt durch diesen Bahnhof da durchjagen. Verfolgen wir das hier vielleicht doch nochmal weiter. Man könnte auch hier unten durch. Ich meine, dieser Fluss hier brauchen wir nicht. Und dann wäre mit vielen Brücken verbunden. Ist alles irgendwie nicht so sexy. Finde ich. Hier kriegen wir auch keine Brücken dazwischen. Dang. Und das sind, die gehen alle nach unten. Wir haben kein einziges Gleis, das da nach oben geht. Wahnsinn. Wie machen wir das? Hier durch. Also das schließe ich auf. Das ist, die Kreuzung ist zu hässlich. Das machen wir nicht. Zusammenführung ist okay, aber Kreuzung? Nee. Dann staut sich einer und blockiert hier den ganzen Verkehr. Aber die Alternativen sind alle jetzt nicht so prickelnd. Hier würden sich Brücken ausgehen. Aber ob das gut ist, ist eine andere Frage. Wir haben, das Ganze ist irgendwie nicht so elegant gebaut, wenn wir ehrlich sind. Das Ganze ist nicht so elegant gebaut. Hier würde eine Brücke ausgehen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich mit das Optimale. Hier. Das Problem ist das zweite Gleis. Vielleicht lass uns das mal ein bisschen ändern. Ich dachte schon, jetzt hätte ich irgendwas auf der Brücke abgerissen, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. So, jetzt muss ich kurz warten, bis die hier ihr Problem gelöst haben. Sobald der Zug weg ist, reißen wir das hier ab. Und das hier. So, und jetzt will ich mal sehen, ob wir das irgendwie vielleicht ein bisschen verändern können. So, dass wir das Zeug alles nicht mehr brauchen. Das würde eigentlich ja gehen. Dann könnten wir dieses Signal auch wegschmeißen, weil das braucht kein Mensch. Und jetzt haben wir hier Optionen. Ich mach das mal so. Nicht wahr? Jetzt haben wir hier Optionen. Dann gehen wir irgendwie hier außen rum. Ich denke, das hier werden wir runterziehen. Also wegmachen. Auf gut Deutsch gesagt. So, alles weg. Fantastisch.
dann kriegen wir das, geht das so? Nein, das geht so nicht. Okay, dann würde ich aber was vorschlagen, dass wir uns hierdurch bewegen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Bisschen früher abdrehen. Genau so. Da, okay, das ist, das wollen wir eigentlich nicht. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Bisschen weiter. Denke ungefähr bis dahin. Dann gibt's hier eine kleine Drehung. Bauen wir erstmal den Bahnhof zu Ende. Bis da. Würde ich meinen. So. Das sieht doch okay aus. Dann können wir hier dasselbe machen. Und das geht hier rein. Braucht natürlich Signale. Ich denke, das ist okay. Generell brauchen wir hier so oder so noch mehr Signalisation. Das wäre das. Und der Rest müsste jetzt eigentlich bereits stimmen. Das Einzige, was wir noch brauchen, wären dann hier welche. Ich denke, wir machen wir die Depots hier. Bin ich mir unsicher. Dann haben wir hier Signale. Depots da. Machen wir mal. Das braucht eigentlich nicht. Es braucht das hier. Sonst ist es falsch. Und das hier. Ansonsten stimmt es auch nicht mehr. Also, die können da rein, da wieder raus. Ich glaube, das ist etwas, was wir generell an vielen Orten falsch gemacht haben. Okay, Zug. Wo bist du? Du hängst immer noch hier drin. Also, Industriepark. Dann gehst du da hin. Moment mal. Gerade mal kurz gucken. Du bist nicht im Einzugsgebiet. Also wir werden jetzt ein bisschen... Wir müssen hier so oder so... Wir müssen hier ein bisschen cheaten. Ah, das ist ärgerlich. Das stört mich jetzt. Dass wir den Bahnhof so gebaut haben. Ich meine, vielleicht könnten... Kreuzfeld Nord. Kreuzfeld Hub haben wir wahrscheinlich schon, oder? Nein? Okay. Helipad? Für das Ding da. So. Fügen dich zum Hub hinzu. Das heißt, du nimmst jetzt zumindest Zinkerz an. Okay, und kannst los. Das ist jetzt nicht so schön. Das gefällt mir nicht. Ist meiner Meinung nach ein bisschen unprofessionell gebaut und dilettantisch, um nichts, um es ein bisschen deutlich auszudrücken.
Nürnheim Industriepark. Das ist zusammengeschrieben. Nach Kreuzfeld Hub. So, das wäre mal das. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten. Wo ist er? Da ist er. Ich weiß jetzt schon, dass wir da massenhaft Zeug drin haben. Ich lohne den direkt schon mal weiteres Mal. Oder noch öfter. Ja, der Bahnhof ist definitiv schlecht gebaut. Hätte ich ein bisschen vorausschauender machen müssen, dann hätte ich jetzt nicht tricksen müssen. Aber was will man tun? Es ist, wie es ist. So. Du kannst los. Keine Ahnung, warum der da nicht rausging. Ist aber so. Warum kannst du nicht hier durchfahren? Der da. Will er auch ins Depot? Tut er. Verstehe. So, der kann auch weg. Kann eigentlich direkt nochmal einen kopieren. Ich denke mal, 5 müssen schon sein. So, der geht auch wieder raus. Fantastisch. Puh. Ich weiß nicht, ob der Bahnhof gut gebaut ist. Ich denke, der ist nicht so schlecht. Da habe ich schon Übleres fabriziert, glaube ich. Okay, warte mal. Das hier ist schlecht. Das müssen wir noch ein bisschen umbauen. Bau die mal dahin. Vielleicht machen wir auch... das da. So, dass wenn einer hier durchfährt, können die immer noch das obere Gleis verwenden. So, das Rating ist jetzt natürlich ziemlich im Keller. Wird sich aber wahrscheinlich dann demnächst stabilisieren. 56.000. Sehr schön. Und ihr müsstet jetzt eigentlich einen Weg zurückfinden. Wobei, der geht hier... Ah, das gefällt mir nicht. Der Rückweg... Der Rückweg beinhaltet, dass sie hier durchgehen. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Können wir das ändern? Müsste doch eigentlich zu ändern sein. Ich denke ja. Allerdings würde das dann zu ziemlich... Ich meine, wir könnten... Also das, was ich mir jetzt gerade angedacht habe, ist... Wobei, ne, hier sind schon Brücken. Hier irgendwie durch, aber das geht nicht, weil das sind schon Brücken. Wir könnten hier mit rein... Nein, geht auch nicht. Also ich... Ach Mist. Können wir zumindest irgendwie das anders machen, so dass sie nicht durch diesen Bahnhof durch müssen? Das ist ein bisschen unglücklich. Würde ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Wenn irgendwie möglich. So.
Ja, hier gehen sie wieder rein. Ach, verdammte Axt. Das haben wir nicht zu Ende gedacht. Das haben wir nicht zu Ende gedacht. Sein Mist aber auch. Wobei, nee. Die können hier rein. Was rede ich denn? Das passt schon. Wenn die hier nicht stauen, dann können die nämlich hier rein. Ob sie das tun, ist eine andere Frage. Aber sie können hier rein. Ich glaube aber, die werden generell diesen Bahnhof sehr stark missbrauchen. Der hier fährt zum Beispiel einfach hier durch. Der denkt sich, YOLO. Warum nicht? Die Depots. Vielleicht sollte man vor den Depots auch immer... Ich habe gar eine Idee. Mach mal das. Für den Fall, dass einer im Depot ist, könnt ihr das andere Gleis verwenden. Und dann reiß bitte die zwei da ab. Genau, hier funktioniert das ja wunderbar. Der geht raus und der kann das andere Gleis verwenden. So, wie schaut's hier aus? 2000, das ist tendenziell, ist das sogar sinkend. Allerdings ist das Rating auch jetzt auch nicht so besonderlich prickelnd. Wo ist Nürnheim eigentlich hier? Haben wir eine Statue? Wir haben eine Statue. Fantastisch. Die LKWs haben wir genügend. Ich denke mal, sobald sich das ein bisschen runtergeht, wird sich das Rating dann auch wieder beruhigen. Okay, der ist jetzt, der hat die richtige Strecke genommen. Der ist nicht durch diesen blöden Bahnhof durchgegangen. Theoretisch könnten wir auch Wegpunkte setzen. Wenn ich sehe, dass sie zu stark hier durch den Bahnhof gehen, werde ich hier wahrscheinlich Wegpunkte reinbauen. Damit sie... Oh, hier haben wir wieder... Ugh. Ich sollte diese Signale wegmachen. Hier die ganzen Ein- und Ausfahrtssignale. Das ist irgendwie Quatsch. Das ist irgendwie doch Quatsch. Ja, lass uns das... ich werde das, sobald der hier auch weg ist, werde ich das Spiel pausieren und dann machen wir das hier ein bisschen... Bauen wir das um. Weil das ist Quatsch. So, das sind die Einfahrts-Ausfahrtssignale. Also. Mach mir das. So weit, so gut. Dann hätte ich ganz gerne sowas. Dass wenn hier einer durchgeht, dass die dann auf dieses Gleis ausweichen können. Der Rest passt soweit. Und pausieren wir das Spiel wieder. Ich denke, das ist besser. Das andere mit dem Blocksignal, das ist ein bisschen Quatsch. Ich denke auch, hier ist es schlecht. Ich denke, es ist auch hier schlecht. Ja, weil der könnte jetzt... Ich glaube, dass er zumindest... Ja, der geht geradeaus weiter. Der hätte hier durch weiterfahren können. Und der hätte hier durchgehen können. Also das ist... schwachsinnig. Der stoppt jetzt auch. Wahrscheinlich völlig... Wobei... Ja, völlig unnötig. Ich pausiere gleich das Spiel. Sobald die zwei auch weg sind, machen wir das auch anders.
Irgendwie kommen wir nie dazu. Es kommt immer ein neuer Zug. Was sehr ärgerlich ist. Können die mal bitte alle weg? Alle weg. Hinten ist schon der nächste, aber ich glaube, der hat gerade einen Breakdown. So, pausieren. Jetzt Signale entfernen. Ihr zwei weg. Ihr weg. Und ihr zwei weg. Also. Das hier ist ein bisschen Quatsch. Stattdessen machen wir das so. Wir können... vielleicht da noch was hinmachen. So, das ist wesentlich besser. Da haben wir bereits Signale. Und ich denke... wobei, wenn sich der hier rückstaut, dann bringt irgendwie... das ist ein bisschen doof. Theoretisch sollten wir die ersten Brückensignale möchte ich eigentlich lieber nicht haben. Die hier sind wahrscheinlich okay. Und pausieren. So. Der hält an, weil er wahrscheinlich hier durch möchte. Genau. Der muss geradeaus weiter. Wir könnten vielleicht schon... Das hier gefällt mir nicht. Wir haben hier eine Kreuzung. Nicht wirklich. Okay, lass uns noch mal gucken. Ich will es noch mal umbauen. Es ist halt wirklich, wir haben sehr viel Verkehr hier. Und kommt immer zu Staus. Weil jetzt der da durchgeht, das ist alles suboptimal. Wobei, es ist vielleicht nicht so schlecht. Warum geht er nicht auf das Erste? Das stört mich ein bisschen. Dass er dann hier hingeht. Das hier... stört mich, dass er hier durchgeht. Will ich das hier... ach, ich bin gerade ein bisschen... tut mir leid. Ich weiß gerade auch nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Diese Kreuzung hier gefällt mir so überhaupt nicht. Und ich weiß nicht genau, wie wir das am besten ändern. Ich lasse den erstmal durchfahren. Wir könnten machen, dass dieses Gleis nur für links ist und dieses Gleis nur für da, aber... ja, weil ich das Ding jetzt abgerissen habe, hat er sich einen neuen Weg gesucht. Das war jetzt meine eigene Schuld. Das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Was ich nicht möchte, ist, dass die von hier kommen, dann das zweite Gleis nehmen, wenn sie nicht müssen. Das funktioniert so auch einigermaßen. Das verstehe ich jetzt auch nicht, warum er das gemacht hat. Warum er hier oben durchging und nicht da unten.
Lass uns diese Gleiswechsel hier verbieten. Eigentlich, vielleicht ist sogar das auch Quatsch. Also, das machen sie jetzt ein bisschen zu oft. Der fährt jetzt wahrscheinlich irgendwo hin, wo er nicht sollte. Ich will, dass die, die hier rübergehen, auf der Strecke sind. Und die anderen... Okay, der geht jetzt hier durch. Ich denke, wir machen das anders. Ich denke, wir machen das so. Jetzt haben wir hier klare Verhältnisse. Wer dadurch möchte, muss dahin. Und wir müssen theoretisch wahrscheinlich hier einen Streckenwechsel, einen Gleiswechsel drin haben. Wobei müssen wir... Macht es das wirklich besser? Ich weiß es nicht. Aber es gefiel mir so einfach nicht so wirklich. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen unorthodox. Wir haben nicht wirklich was gewonnen. Wir müssen so oder so einen Gleiswechsel haben. Weil irgendwo müssen sie dann richtig einspuren. Und ja, im Endeffekt haben wir jetzt nicht wirklich was gewonnen, habe ich das Gefühl. Der Star wird sich jetzt einfach hier nach hinten verlagern, denke ich. Und das ist eigentlich nicht das Ziel von der ganzen Übung. Der hier kommt auch nicht durch, was vielleicht auch sinnig ist. Ja, der geht jetzt ist halt trotzdem wieder auf dem Gleis. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie wir das hier machen. Von dem her können wir es auch wieder ändern. Vielleicht lasse ich das trotzdem hier drin. Und dann nehmen wir den hier wieder raus. So. Das ist das, was ich eigentlich nicht möchte. Das ist einer, der da durchgeht, auf das obere Gleis geht. Aber ich kann es nicht verhindern. Ich wüsste nicht, wie ich es verhindern kann. Gucken wir uns kurz mal die Einnahmen an. 95 Millionen, 72 Millionen Gewinner. Wir haben jetzt nicht wirklich viel gemacht in der Episode. Und nicht wirklich viel gebaut. Deswegen ist der Gewinn ein bisschen höher. Okay, ja, die Signale sind ein bisschen weit vorne. Das ist aber grundsätzlich okay. Nee, der müsste eigentlich... Also der hier muss sowieso hier rüber, von dem her das so rübrichtig. Und der wird jetzt... Könnte das hier noch machen. Wobei das auch eher Quatsch. Verstehe nicht, warum sie immer die Strecke wechseln müssen. Wenn er sowieso auf das Feld da geht. Ich sollte das... Oh, Menno. Verbieten wir solche Sachen. Tschüss.
Machen wir es so simpel wie möglich. Ich glaube, das ist am besten. Simplifizierung ist wahrscheinlich besser. So, die kommen gut aneinander vorbei. Der kommt da ebenfalls durch. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Jeder, der von hier kommt, sollte da durchgehen. Jeder, der von hier kommt, sollte da durchgehen. Aber ich kann das nicht wirklich einstellen. Außer ich würde hier irgendwie eine Abzweigung. Ich würde das Schienenstück löschen. Hier eine Abzweigung machen. Und hier irgendwie einen Tunnel reinmachen. Oder eine Brücke. Und dann hier wieder reinführen. Aber das ist. Dann hast du halt wirklich gar keine. Das Ziel wäre, dass du gar keine Überschneidungen mehr hast. Weil die Züge sind sonst einfach nicht schlau genug. Nun gut. Wie schaut's aus? Zinkerz ist passt. Vielleicht haben wir sogar einen Zug zu viel. Ist gut möglich. Weil du kannst auch mit Wegpunkten nicht wirklich was tun. Wenn du zweigleisig bist. Nun denn, ich denke, an dieser Stelle werden wir dann einen Break machen. Ich pausiere das Spiel und in der nächsten Episode nehmen wir hier das Zinkerz und bringen es zu unserem Galvanishing Plan. Das ist nicht so weit. Von dem her, das müsste eigentlich in einer Episode machbar sein. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.